O Taka. Milos, Oli, na servus. Let's go. Bist bereit? Hast ganze Zeit gewartet, oder? Richtige Maschine. Taka, jetzt für dich heute, gell? Ist viel Bauchmuskel. Ich hoffe, nicht zu viel Baklava gegessen. Ja, wo ist Selman? Wo ist Selman? Ich bin ja dafür, dass Selman auch live herzeigt, wie er trainiert. Okay, egal. Anyways, es geht los. Heutiges Thema. Gehen wir es an. Wir sehen es. Okay, heutiges Thema: Workout of the Day. It's all about Core. Tarkan hat mich darum gebeten. Wir haben wieder zwei Teile. Wir haben einen Strength-Teil und einen Metcon-Teil. Der Strength-Teil, den teilen wir in vier Sätze. Wir haben eine Minute, das ist 1 Apostroph Plank, 10 Hollow Rocks, 10 Tuck-Ups und 10 Sekunden Hollow Hold. Und danach gehen wir gleich wieder in den Plank, in die Hollow Rocks, Tuck-Ups und unser Hollow Hold. Das heißt, Leute, heute kommen die Bauchmuskeln. Heute kommen sie, okay? Danach haben wir Metcon. Metcon halten wir kurz, aber intens. Hier haben wir 10 Minuten MOM, also every minute on the minute. Und wir haben da 12 Burpees. Das heißt, wir versuchen immer auf die volle Minute 12 Burpees zu machen, so schnell wir können, und so lange haben wir Pause. Und nachdem wir heute so viel Hollow Rocks und Holds und Tuck-Ups haben, das Wichtige ist, bei den Hollow Rocks oder Hold, also haben es schon mal geübt, ihr müsst dieses Klank aus der Lendenwirbelsäule, also das rote Männchen, was ich da gezeigt habe, das soll eben nicht passieren. Versucht es wie bei den grünen Männchen immer rund zu bleiben, so wie ein Schaukelstuhl, dass ihr vor und zurück schwenken könnt. Ja? Wenn es am Boden dieses Klankgeräusch macht, dann haben wir nicht genug Spannung, dann müsstest du die Beine eben mehr anziehen und besser gesagt, versuch einfach, dass du deine Bauchmuskeln viel mehr aktivierst und viel stärker anspannst. Das ist das Geheimnis, okay? Ja, ich habe schon gelesen, ich soll auf Selman warten, aber Leute, das Problem ist, dass dann der Stream vielleicht wieder bricht und weißt du, wir wollen Gas geben. Er kann es auch bestimmt nachmachen und ich habe so motivierte Athleten dabei, ebenso wie Tarkan, er will schwitzen und ich hoffe, ihr auch und dann können wir auch gleich starten. Bevor wir die Übungen durchgehen, wärmen wir auf zusammen. Das heißt, Getränk steht bereit, Platz ist da, Handtuch ist da. Und dann geht's schon los. Okay, zum Aufwärmen. Servus Michi. Zum Aufwärmen, einfach hinstellen. Wir gehen in die Hocke, haben Beine aktiviert, Bauch aktiviert. So wie wenn wir uns da ausruhen würden, nur in Spannung. Das heißt, zeitlich gesehen bin ich da in Spannung. Wir schnappen uns einen Fuß, also besser ein Knie, greifen seitlich um und ziehen das Knie hoch zu uns und den Fuß hoch zu uns. Beides hochziehen und der Standfuß soll dabei auch gestreckt sein. Also nicht hier drinnen. Wir starten zwar hier, aber ziehen hoch dann und stellen wieder ab. Okay? Wichtig ist, dass ihr Knie hochzieht und den Fuß, damit ihr einen Zug hier reinkriegt. Ja? Wir brauchen das nämlich heute für die ganzen Sprünge. Wir haben 5 pro Seite. Wir haben einmal die Seite, stellen ab, gehen auf die andere Seite, gerade machen, abstellen. Let's go. 5 auf jeder Seite. Oh, Selman ist da. Welcome, Gaffer. Sehr gut. Wenn wir das haben, kommen wir zu unserem Drop Squat. Beim Drop Squat belaste ich einen Fuß. Ihr seht da auch meine Zehenspitze jetzt, mein linkes Bein.
Das bleibt so, wie es ist. Das bleibt verankert. Das heißt, meine Zehenspitze schaut auch gerade entlang. Und jetzt versuche ich mit dem anderen Fuß seitlich zu steigen und so weit wie möglich. Und ich versuche da auch, ich mache es auf die Seite, dass meine Zehenspitze da quasi zu euch schaut und ich so einen offenen Schritt gemacht habe und ich muss Balance fangen. Wenn ich die Balance gecatcht habe, setze ich mich nach hinten und tief langsam machen, weil ihr kriegt dann einen Zug in die Adduktoren und ich steige zurück. Okay? Wir machen 5 auf eine Seite, 5 auf die andere Seite, dann haben wir das auch. Egal wo du beginnst, ich starte jetzt rückwärts zu euch gesehen, mein linkes Bein bleibt und ich drehe mich rechts auf. Okay? Let's go. Sehr gut, wenn wir das haben, kommen wir zum Drop Lunge. Beim Lunge, für alle Fußballer, das ist leicht zu visualisieren, leicht zu merken, weil wir machen nichts anderes als wie Rabona. Was schreibt er? Spaziergänge. Okay, also für die Fußballer ist es wie ein Rabona, für die anderen, die nichts mit Fußball zu tun haben, ihr müsst jetzt rücklinks steigen, in dem Fall rückrechts, also ich steige hier nach hinten, ich bleibe auf der Zehenspitze, ich gehe tief. Mein Knie bleibt über Boden und jetzt schaut meine Hüfte da so schräg auf die Seite und ich will die Hüfte zur Mitte kriegen und kriege seitlich hier einen Zug und ich steige wieder zurück. Für meinen Fußball einfach an Rabona denken, abstellen, zur Mitte drehen die Hüfte, wieder zurückkommen. Okay? 5-mal wieder auf eine Seite, dann switchen wir, let's go. Sehr gut. Okay. Wow. Shut up. Okay, als nächstes sind wir dann in Liegestützposition. Wir haben jetzt Toe Touches. Wir gehen in Liegestützposition, schieben unsere Brust zu den Zehenspitzen. Alex, Servus, ist am Start. Yes. Iman, natürlich immer Burner Boy. Wir schieben nach hinten und diagonal. Wir greifen jetzt dann diagonal mit der Handfläche zu den Zehenspitzen. Versuch nicht nur hinzustrecken, sondern versuch zu berühren. Dann 5-mal, dann die andere Seite. Wichtig ist, wenn du nach vorne schiebst, werd wieder neutral. Schau, dass du die Spannung hältst, wenn du vorkommst, kurz, also die Schultern über den Handgelenken hast und nicht einfach schon wieder zu starten, okay? Du kannst dann direkt auf die andere Seite oder du setzt kurz ab und machst Pause. Aber einige von euch schaffen das sicher und wir können direkt auf die andere Seite. Wichtig ist, kurz halten vorne, zuerst zurückschieben und dann hingreifen. Sehr gut. Okay. Shoulder Mobility, wir legen uns am Bauch. Schaut wieder, dass ihr jetzt schon Bauch angespannt habt. Denkt euch, ihr liegt auf einem Ei mit dem Bauch. Das Ei darf nicht zerdrückt werden. Wir starten mit Y, bedeutet, wenn ich euch von oben am Rücken schaue, sollte ein Y ergeben. Das Arme auseinander, Ellbogen sind gestreckt, Stirn ist am Boden. Ihr liegt auf dem Ei, das Ei darf nicht kaputt gehen. Und wir heben jetzt die Arme gestreckt 10-mal nach oben. Let's go!
Wenn wir das haben, kommen wir zum T. Beim T die Arme seitlich raus, so dass wir eben ein T bilden. Und dann heben wir genauso die Arme zehnmal nach oben. Denkt dran, ihr liegt auf einem Ei. Das Ei soll nicht kaputt gehen. Sehr gut, wenn wir das haben, kommen wir zum W. Beim W haben wir die Arme am Körper, so nahe wie möglich. Und wir versuchen jetzt den Unterarm hoch zu kriegen, so weit wie möglich, aber körpernahe. Umso weiter du weg bist, umso mehr verlierst du an Effizität oder Effekt, sagen wir so. Das heißt, bleib körpernahe. Wieder 10 Mal. Sehr gut. Und zu guter Letzt noch die Els. Da haben wir die Ellbogen seitlich auf rechten Winkel. Stirn ist am Boden. Und jetzt versuchen wir, den kompletten Unterarm nach hinten zu drehen. Aber versuchen, in der Höhe zu bleiben. Let's go. Wieder 10 Mal. Sehr gut. Okay. So. Warm-up ist done. Mir ist warm. Ich schwitze schon leicht. Ich weiß nicht, wie es Tag angeht. Ob er schon schwitzt oder nicht. Ich schwitze. Und wir starten jetzt mit Strength. Also nochmal. Wir haben 1 Minute Plank, 10 Hollow Rocks, 10 Tuck-Ups und 10 Hollow Holds. Die Hollow Rocks und die Holds, die kennen wir ja schon. Die Tuck-Ups, die Hollow Tucks halt, die sind eine Version von den Hollow Holds. Wichtig ist, dass du dabei wie ein Schaukelstuhl wieder Spannung hältst. Aber der Unterschied ist, dass wir dann zusammenziehen. Das heißt, das ist der Hollow Hold, den kennen wir. Und beim Tuck-Up ziehen wir zusammen und halten das. Okay, das heißt, ich bin da mit den Fersen über dem Boden. So. Und habe die Arme nach vorne gerichtet zu den Fersen. Und danach entlasse ich wieder nach hinten. Das heißt von hier, wieder nach hinten. Okay, das sind die Hollow Tucks. Okay, hier geht ein richtiges Battle ab. Alles geil. Selma gegen Tag oder Selma gegen wem geht's? Das sind die Tuck-Ups. Okay, so viel dazu. So, ich schaue nur, wo meine Stoppuhr ist. Oh, Krisi, Magi. Stoppuhr ist da. Bei den Planks? Ja, genau. Leute, bei den Planks. Viele von euch haben Planks schon mal gemacht, kennen 1000 Versionen und das Herkömmlichste, was ich sehe, die Leute machen den Plank so oder so. Das heißt, wenn ihr da drauf schaut, ich habe da immer so die Arme nach innen genommen. Was ich von euch haben will, wenn wir jetzt den Plank machen, erstens auf den Handrücken legen und zweitens schau mal, dass die Arme parallel bleiben. Das heißt, umso näher die nach innen wandern, umso schwächer sind wir da in der Muskulatur in der Schulter, weil der Muskel zieht hier nach innen und wir schaffen es nicht, da offen zu bleiben. Das heißt, wenn wir planken, erstens schauen die Finger, die Handflächen nach oben, wir liegen am Handrücken und wir sind parallel. Du kannst auch so machen, wenn das dann einfacher wird, aber trotzdem schauen, dass die Arme nicht nach innen wandern. 2 Minuten forward. Was macht der? Weiß das er? Laura, was geht? Thomas Müller. Alice ist auch da. Servus.
Tarkan, bist du bereit? Weißt du, was Selman Sassi macht? 2 Minuten. Wer hat 2 Minuten? Ja. Ach so. Okay, starten wir. 1 Minute Plank. Timer. 3, 2, 1. Let's go. Ich würde jetzt urgern kontrollieren, Tarkan, ob deine Arme parallel sind. Du bist so ein Schummler nämlich. Principessa! Que es de la vida? 20 Sekunden noch. Und break. Sehr gut. Okay, wir switchen jetzt zu den Hollow Rocks. 10 Stück. Versuch, wie gesagt, wie ein Schaukelstuhl zu sein. Vor und zurück zu rocken. Und dass du mit der Lendenwirbelsäule nicht aufklatscht. Also dieses Klack vom Hintern. Let's go. 10 Stück. Zehn Stück, dann. So, als nächstes haben wir die Tuck-Ups. 10 Stück. Let's go. Und als letztes haben wir die Hollow Holds. 10 Sekunden. Achtung und let's go. Und break. Ersten Durchgang haben wir, 3 haben wir noch. Wir haben 30 Sekunden Pause und dann geht's weiter. Was macht der Bauchtarkan? Passt? Selman is cheating, by the way. Wir haben es gewusst. Welcome, Nejla. Hallo, Nicole. Perfekt, okay. Passt, Tarkan, 30 Sekunden ist vorbei. Los geht's. Wir haben wieder 1 Minute Plank. Zwanzig Sekunden. Und break. Als nächstes, wie gesagt, kommen wir wieder in die Hollow Rocks. 10 Stück. Let's go. Schau, dass du gut abrunden kannst. Also gesagt, abrollen mit der Lendenwirbelsäule.
Sehr gut. Jetzt haben wir wieder die Tuck-Ups. 10 Stück. Here we go. Alright. Und wir haben die 10 Sekunden Hollow Hold. Let's go. On break. Vorletzte Runde. Wieder 30 Sekunden Pause. So Leute, für die, die nicht dasselbe Tempo mitgehen können, kein Problem. Versucht es zu breaken. Also bei der Zeit wird es ein bisschen schwierig, aber da, wo wir Wiederholungen haben, in erster Linie versucht die 5 zu Ende zu machen, die 10 zu Ende zu machen. Wenn das nicht klappt, cuttet. Macht 5, kurz Pause, geht aus der Spannung raus und dann macht die letzten 5 zu Ende, dass ihr auf 10 kommt. Okay? Alright, okay. Vorletzte Runde, wir haben wieder eine Minute Plank. Achtung und let's go. Und break. Bei ihm klappt es nicht. Okay, Hollow Rocks, 10 Stück. Let's go. Sehr gut. Jetzt haben wir die 10 Tuck-Ups wieder. Let's go. Wenn du die 10 nicht schaffst, kein Problem, mach 5-5. Easy. Und wir haben wieder die 10 Sekunden Hollow Hold. Puh. Let's go. Und break. Letzte Runde. Was klappt bei dir nicht, Selman? Der Stream? Okay, gleich geht's los. Letzte Runde vom Strength Part. Dann kommen wir zum Metcon. Dranbleiben. Einmal noch. Sexy Core Workout. Okay. Letztes Mal Minute Plank. Achtung und let's go. Thank you.
Und Break. Wir haben wieder 10 Hollow Rocks. Ja, mach dir nichts. Mach so wie du kannst, Bro. Do it. Something is better than nothing. Sehr gut. Bravo, Kramer. Jetzt haben wir unsere 10 Tuck-Ups. Let's go. 10 Stück, oder? 5-5. Anyways, letzte Runde von dem her. Hauptsache, wir kommen durchs Ziel. Mach deine 10, dann hast du es. Oder mach 5-5. Und ich werde noch immer da sein, mit dir gemeinsam trainieren, weil wir haben da noch einen Metcon. What a Madcon. Okay, let's go. 10 Tuck-Ups. Und jetzt noch die 10 Hollow Holds. 10 Sekunden. Und let's go! Und Break. Woo! Okay. Leute, Strength haben wir hinter uns. Good job. Bravo mal dafür. Conny sieht zu. Welcome. Welcome to the amazing workout. Okay. Leute, jetzt dann kurz trinken, ganz kurze Pause, 30 Sekunden, dann starten wir gleich mit dem Metcon. Dann haben wir heute ein Wahnsinns-Workout hinter uns. Unser Metcon basiert nochmal auf ein 10 Minuten EMOM. EMOM bedeutet Every Minute on the Minute. Als Übungsvorgabe haben wir Burpees, 12 Stück. 12 kannst du wieder breaken. Du machst 6, Kurzpause, wieder 6. Oder machst 4-4-4, oder? 3, 3, 3, 3, whatever. Aber grundsätzlich versucht diese 12 durchzuziehen. Okay? Umso schneller wir arbeiten, immer in dieser Minute, die wir haben, oder in diesen 60 Sekunden, umso länger haben wir Pause auf die nächsten Burpees. Okay? Das heißt, wir werden 12 Burpees performen, so schnell wie wir können, und schauen, wie viel Pause wir haben. Ziel sollte es sein, dass wir immer in dieser 30 Sekunden Range sind. 20 ist auch noch okay. Aber gegen Ende hin wird es auch natürlich schwer. Das wird jetzt mental dann sein. Wir versuchen es trotzdem durchzuziehen. Okay? Das heißt, auch wenn wir dann von mir aus noch 10 Sekunden Pause haben, wenn wir am Ende sind, keine Ahnung, in unserer letzten Runde, ziehen wir einfach durch. Wir ziehen einfach durch. Okay? Wir müssen einfach unsere Recovery, unsere Intensität anpassen, weil umso besser unsere Recovery wird, umso besser können wir dann performen. Trainieren, arbeiten, whatever. It's fucking life, bruv. It is. Achso, du meinst Kramer. Kramer hat den Home Workout. Die Jungs haben schon einen Workout von mir bekommen. Okay. Ab Runde 3. Okay, Leute. Nochmal. Burpee will ich so haben, dass die Brust den Boden berührt. Das heißt, wir starten im Stehen, wir droppen, Brust berührt den Boden, wir pushen hoch, kommen in die Hocke und springen. Wie hoch du springst, ist mir in erster Linie egal. Wichtig ist, dass du springst, okay? Wenn es dir dann zu anstrengend wird oder wenn du sagst, okay, Burpee, wow, das kann ich noch gar nicht, mach es in Steps. Geh tief, Step zurück, trotzdem mal, Brust zum Boden. Hochpoppen, vorsteigen und jetzt hast du den Jump, okay? Vor- und Nachteil, ganz einfach. Es ist nicht so intensiv, aber
Es ist nicht so intensiv, aber du verlierst Zeit. Nein, schau. Ich starte jetzt den Timer. Die Minute läuft, 60 Sekunden. In diesen 60 Sekunden machen wir jetzt 12 Burpees. Wenn du fertig bist mit den 12 Burpees, schauen wir, wie viel Zeit wir noch haben, bis Minute 2 beginnt. Weil, wenn Minute 2 beginnt, müssen wir wieder 12 machen. Wenn wir die gemacht haben, haben wir wieder. Dann schauen wir auf die Zeit, wie lange wir haben, bis auf Minute 3. Jede Zeit, die wir immer zwischen der Vollminute haben, das ist unsere Pausezeit. Das bedeutet im Umkehrschluss, auf jede volle Minute, das heißt Minute 1, 2, 3, 4, 5 bis 12, arbeiten wir. Umso schneller wir sind, umso mehr Pause. Das heißt, es wird ein bisschen eine Herausforderung, weil es sind 12 Burpees, aber das letzte Mal, wie wir trainiert haben, warst du in den Burpees eigentlich recht stark. Ich glaube, Easy oder Musti, die waren da nicht so gut. Luxi war bestimmt stark. Nana, ich glaube, das war Musti, hä? Kann das sein? Ja. 10, nein, 12. What the fuck? No, 10 Minuten. Okay. Sonst noch Fragen? Easy. Wir machen 12 Burpees. Ich stoppe die Zeit. Bum, bum, bum. Dann schauen wir. Es sind erst 30 Sekunden vergangen. Okay, boom. Wir haben noch Zeit. Dann ist eine Minute. Wow, Punkt. Wir machen Burpees. Dann schauen wir. 1 Minute 30 ist vergangen. Okay, Leute, ihr habt es verstanden. I'm ready. So, mach dich bereit. 12 Burpees. Fetz raus, was du kannst. Come on. Und let's go. Sehr gut, 30 Sekunden habe ich noch. In der Range wollen wir auch bleiben. Noch 20 Sekunden. Nassim ist am Start, was geht? Erhol dich. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Showtime. Yes, wieder 30 Sekunden. Achtung und let's go. Wieder 30 Sekunden. Dankeschön, Prinzipessa. Aber ihr seid auch Maschinen, ihr macht mit. 15 Sekunden. 10. 8. Und let's go. Thank you.
jetzt fällt mir Reden auch schwer, tut mir leid. Es ist gerade super intensiv. Fünfzehn Sekunden. Zehn. Achtung, let's go. Dranbleiben, Leute, dranbleiben, dranbleiben. Gleich haben wir es. 10 Sekunden. Achtung, let's go. Fünfzehn Sekunden. Puh. Achtung und let's go. Zehn Sekunden dranbleiben. Let's go. Zweimal noch, zweimal. Let's go. Thank you.
Ah ja, letztes Mal. Fuck me. Gleich geht's los. Achtung, let's go. Letztes Mal. Ich hätte noch 15 Sekunden gehabt. Oh fuck. Ah, zu kurz. Oh, okay. Aber Tarkan, es ist die beste Kombination zwischen Kraft und Ausdauer bzw. Schnellkraft. Du siehst, unser Körper muss sich so schnell regenerieren. Wir müssen einfach schnellkräftig bleiben. Wir zwingen unseren Körper. Und das Wichtigste ist, wir arbeiten in unserer Ausdauer, unser Conditioning. Ihr seht, wie sehr ich außer Atem bin. Und bestimmt habt ihr auch gemerkt, die ersten zwei Runden, super, ihr bleibt in der 30 Sekunden Pause. Aber umso länger es geht, auf diese 10 Minuten, Mann, ich sag's euch, meine Pause war zum Schluss noch so 10 Sekunden, aber ich habe dann einfach nachgezählt. Ich habe einfach nur noch zwei Runden und die wollte ich durchziehen. Und es ist nichts anderes als im Leistungssport. Oder im privaten Leben auch. Wenn du vor Hindernissen gestellt wirst, mach einen Schritt zurück, nimm Anlauf. Du weißt, es kann anstrengend sein, es kann jetzt super intensiv sein, du kannst es vielleicht nicht überwinden, aber du hast Anlauf genommen und du bist zu 100% mutig gewesen und du bist gesprungen und hast das Hindernis versucht zu überwinden. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, mehr nicht. Okay, Leute. Abschließend noch vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, für euren Support. Ich weiß nicht, ob ich die 10 Runden durchgezogen hätte, wenn mir da keiner zusieht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es mega geil. Vielen Dank auch an Tarkan, nimmt sich die Zeit, macht ein Workout mit. An alle anderen natürlich auch vielen, vielen Dank. Auch großes Lob an Selman. Bis jetzt jedes Workout mitgemacht. Sogar brav zu Ende. Auch wenn er manchmal cheatet, aber seine Frau war zum Glück heute da und hat uns das gesagt. Anyways. Was ich euch sagen will. Rechnet mal hoch, wie viele fucking Burpees ihr geschafft habt. Wir haben 10 Runden, 12 Burpees. Leute. Ihr habt 120 Burpees gemacht. 120. Das ist nicht selbstverständlich. Großen Applaus dafür. Habt ihr euch verdient. Leute, jetzt recovered. Trinkt, esst, lasst es euch gut gehen. Wow, Tarkan, kein Baklava. Du schau, dass du Elektrolyte zu dir nimmst. Reis, Kartoffel, Nudeln. Aber kein Baklava jetzt. Sonst komme ich in die Türkei. Okay, Leute, vielen Dank nochmal. Es hat mir wie immer riesen Spaß gemacht und ich meine das ernst. Ihr seht ja, ich gebe mir jeden Tag, wenn ich aufstehe, Mühe und stelle unseren Worker zusammen, mache mir die Arbeit mit unserem VOD und unseren Schwerpunkten. Einfach
weil ihr die Geilsten seid. Und wenn das alles vorbei ist, sehen wir uns, gehen was essen, was trinken oder trainieren auch zusammen. Hat Spaß noch. Bis dann. Ciao.